بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Wir beginnen inshallah heute mit dem ersten Benehmen des Propheten sallallahu alaihi wasallam und natürlich das Benehmen des Propheten alaihi salatu wasallam. Okay, Sekunde, wir müssen kurz mal, kannst du Muhammad rufen? Der Fernseher muss eingeschaltet werden bei den Schwestern. Okay. Also, das Benehmen des Propheten sallallahu alaihi wasallam befasst sich natürlich mit allen Bereichen des Lebens, allen Situationen im Leben, und deswegen beginnen wir mal irgendwo. Ja. Und heute sprechen wir über das Benehmen beim Begrüßen. Beim Begrüßen, wenn wir jemanden begegnen und ihn begrüßen, da gibt es Benimmregeln. Kennt jemand welche? Kann jemand welche aufsagen? Ja? Kann am besten der Erste sein, sollte den Salam geben, inshallah. Genau, dass man der Erste sein sollte. Ja? Die große Gruppe grüßt die kleine Gruppe. Anders, die kleine, große Gruppe. Kleine Gruppe grüßt große Gruppe. Okay. Was gibt's noch? Ja? Hand zeigen, okay, ja. Hände schütteln, ja. Die Haltung, wie soll die Haltung sein? Ah, vor der Tür, dass man seitlich steht und nicht genau gegenüber der Tür, ja, bitte. Genau, dass man die lange so lange hält, bis der andere loslässt, genau. Das beide machen, ist ein bisschen schwierig. Ja, genau. Entschuldigung, ein gemeinsames Kennzeichen, was meinst du? Ich habe da gut, was ich also ruhig dabei, so eine gute Veranstaltung. Wegen Fernseher hat sich erledigt? Ja, ich habe. Okay. Gut, dann beginnen wir mal, inshallah ta'ala, mit diesem Benimmregel des Begrüßens. Und ihr seht, dass eben der Islam alles behandelt. Und das ist das Schöne am Islam. Der Islam erklärt dir, wie du dich verhalten sollst. Und hier, wenn wir auch ein bisschen mal ausholen, was nicht schlecht ist, wo lernt man denn Benehmen? Jetzt mal abgesehen von Religion. Wo lernt man Benehmen? Bei den Eltern. Wo noch? Wie gesagt, jetzt mal abgesehen von Islam, allgemein, die Welt, wo lernen die, wie man sich benehmen soll? Von der Gesellschaft. Von der Gesellschaft, ja. Kindergarten, Schule. Kindergarten, Schule, ja. Also allen Sozialisationsinstanzen, also von Kindergarten, Ausbildung, Schule, Arbeit. Allen Sozialisationsinstanzen. Jazakallahu khair für das Wort. Barakallahu fik, ja. Das bedeutet, ja, bitte? Unter Freunden. Okay. Dann die nächste Frage. Wo lernt man praktisch das gute Benehmen? Also, was meine ich damit? Ich meine, wo lernt man nicht das schlechte Benehmen? Also, wo sollte es so sein, dass man nur das gute Benehmen lernt und nicht das schlechte, ja? In Moscheen, ja, aber wie gesagt, lass mal den Islam jetzt außen vor. Ja? In der Schule. Genau, in der Schule. Also der Mensch, natürlich Familie sowieso, ja? Aber die Schule ist die Stelle, wo man Benehmen lernt. Unter anderem natürlich, es gibt noch andere Sachen, was man in der Schule lernt. Neben Wissensaneignung auch die Persönlichkeit zu entwickeln. Das Problem ist jetzt aber, Schule hört irgendwann mal auf, oder nicht?
Spätestens mit dem Abitur hört Schule auf. Wo lernt jetzt der Abiturient oder vorher derjenige, der die mittlere Reife hat und so, wo lernt er jetzt benehmen? Gibt es irgendwie organisatorisch, meine ich jetzt nicht, du hast einen guten Freund und der erinnert dich an gute Sachen, sondern wo wird systematisch Benehmen nach der Schule beigebracht? Ja? Also auf der Arbeit hast du dann Fächer, die mit Benehmen zu tun haben? Ach so, so weit, ja, eigentlich schon, wie man sich zum Beispiel gegenüber dem Kunden sich zum Beispiel verhält und sowas. Gut, gegenüber dem Kunden, okay. Aber jetzt, ich meine allgemein Benehmen, nicht nur gegenüber einer Personengruppe. Wo lernt man nach der Schule systematisch das Benehmen? Nirgends. Nirgends. Also selbst, wie der Bruder sagt, auf der Arbeit, wenn überhaupt, Konfliktmanagement, was weiß ich, irgendwie solche Sachen, ja, aber immer was bezogen auf eine Sache. Lernst du auf der Arbeit, du sollst gut sein zu deinen Eltern? Lernst du auf der Arbeit, du sollst gut sein zu deinem Nachbarn? Du sollst gut sein zu deiner Ehefrau? Und das ist ein Problem einer Gesellschaft, dass die moralische Erziehung aufhört. Und das darf nicht sein. Deswegen gibt es im Islam Al-Jumu'ah. Bis du stirbst, kriegst du Unterricht im Benehmen. Einmal die Woche musst du in den Unterricht gehen. Einmal die Woche musst du Fortbildung machen. Bei Fortbildung freut sich jeder. Oh, ich mache gerade eine Fortbildung. Jumu'ah ist eine Fortbildung. Das heißt, du musst dich erinnern. Warum? Weil du vergisst es. Egal wie gut du bist ein Mensch. Du bist vergesslich. Es kann sein, eine Situation in deinem Leben hat dich so genommen, dass du vergessen hast, dich an die Benimmregeln zu halten. Dann gehst du zu Jumu'ah, fürchte Allah, das habe ich ja ganz vergessen. Das heißt, die moralische Einweisung oder ethische Einweisung muss weiterlaufen außerhalb der Schule. Mit 20 oder mit 18, wenn du dein, oder 17, je nachdem, wenn du dein Abi gemacht hast, war es das? Bist du jetzt ein Engel geworden? Ich meine, Engel wirst du nie, aber war es das? Bist du jetzt am Höhepunkt der Persönlichkeitsentwicklung? Nein. Gerade wenn, insbesondere wenn, die Gesellschaft auf der Straße, ein Freundeskreis, vielleicht schlechte Einflüsse haben auf dich. Da wird es ja umso wichtiger, dass du eine Instanz hast oder eine Institution hast, die dich erinnert. Deswegen gibt es auch im Christentum die Kirche, die ja auch diese moralischen Aspekte übernehmen sollte. Nur leider, was heißt leider, also Alhamdulillah, yani, verstehen einige immer mehr, dass das Christentum doch nicht ganz so logisch ist. Aber leider verlieren sie den Glauben komplett an Allah oder glauben dann an irgendetwas anderes, aber kommen nicht zum Islam. Das ist also der Nachteil. Also wir wünschen uns, dass die Menschen weiterhin moralisch eingewiesen werden. Ja, also diese moralische Einweisung weiterhin genießen. Deswegen, der Islam regelt das. Das heißt, auf die Frage, warum beschäftigt sich der Islam mit Benimmregeln im Detail, ja, damit du ein guter Mensch bist. Das ist nur so nebenbei, damit wir den Hintergrund auch verstehen. Warum gibt es Moscheen? Moscheen sind nichts anderes als moralische Schulen, moralische Institutionen. Und deswegen jeder Aufruf, Moscheen zu schließen zum Beispiel, oder wir brauchen keine Moscheen, bedeutet was? Wir brauchen keine Stellen, wo moralisch erinnert wird. Und das ist natürlich Quatsch. Heutzutage wissen wir alle, wie wichtig Ethik ist. Es gibt den deutschen Ethikrat, den europäischen Ethikrat, in jeder Klinik gibt es ein Ethikkonzil, also so ein Zusammentreffen von verschiedenen Fachrichtungen über ethische, die Ethik. Warum soll ein Mensch handeln, wie er handelt? Das ist überall nötig heutzutage.
Es gibt Wirtschaftsethik, es gibt alle möglichen ethischen Sachen. Und Ethik ist nichts anderes wie Religion. Was hatten wir letztens gesagt? Der Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, ich wurde nur entsandt, um was? Also um den Charakter zu vervollständigen. Anders übersetzt für die Ethiker unter euch, ich wurde nur entsandt, um die Ethik zu vervollständigen. Charakter, Ethik bespricht Charakter. Also Charakter ist ein Bestandteil der Ethik. Oder von mir aus, ich wurde nur entsandt, um die Moral zu vervollständigen. Wie du es jetzt übersetzt, Akhlaq heißt es auf Arabisch. Akhlaq wird als Moral übersetzt, als Ethik übersetzt, als Benehmen übersetzt, als Charakter übersetzt. Es sind viele Übersetzungen. Fangen wir nun an. Assalamu alaikum. Begrüßen. Ja, also den Gruß zu erwidern, Jazakallahu khairan. Aber ihr habt es ja richtig gemacht, einer reicht aus, wie wir sehen werden. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt im Koran das Benehmen bei Begrüßen. Allah sagte, Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون O die ihr glaubt, betretet nicht andere Häuser, die nicht eure eigenen Häuser sind, bis ihr euch bemerkbar gemacht und ihre Bewohner begrüßt habt. Das ist besser für euch, auf das ihr bedenken möget. Also Allah Azza wa Jalla erwähnt im Koran, dass wir begrüßen sollen. Nur so zur Info, die Grundbenimmregeln des Islams befinden sich im Koran. Also im Koran finden wir alle Grundbenimmregeln. Die Details dann werden in der Sunna erläutert, wie es immer gängig ist im Koran. Warum steht nicht alles im Koran? Ja, sonst hättest du 50 Bände Koran. Und viel Spaß beim Tarawih-Gebet, wenn der Imam den Koran dann durchlesen will. Ja. Deswegen, Allah Azza wa Jal hat den Koran kompakt gehalten. Warum? Damit wir den Koran immer lesen, durchlesen können, damit wir ihn auswendig lernen können und so weiter und so fort. Und die Details stehen in der Sunna. Es wird Leute immer geben, die Sunna auch komplett auswendig können, aber das ist nicht die Mehrheit. Wir haben aber Millionen Menschen, die den Koran auswendig können, von kleinen Kindern bis große, bis ältere Menschen. Sunna haben wir auch, Alhamdulillah, gibt es viele, Masha'Allah, junge wie alte, die sämtliche Ahadith auswendig können. Aber das ist natürlich mit viel Anstrengung verbunden. Allah Azza wa Jal sagt auch, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Wenn ihr nun Häuser betretet, so grüßt einander mit einem Gruß, der von Allah kommt, mit einem gesegneten, guten Gruß. Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Und wenn euch ein Gruß entboten wird, dann grüßt mit einem schöneren zurück oder erwidert ihn. Wenn wir sehen, Allah Azza wa Jalla erwähnt in mehreren Ayat das Grüßen, dann kann es keine unwichtige Sache sein. Also wenn eine Sache Platz findet im Koran, das reicht schon aus, damit wir verstehen, es ist was Wichtiges. Wenn es dann nochmal wiederholt wird im Koran, ja, dann wird umso deutlicher, wie wichtig es ist. Und daher müssen wir uns beschäftigen mit dem Gruß und auch verstehen, warum gibt es überhaupt diesen Gruß? Warum sollen wir uns begrüßen? Dieser Gruß, dieses Gebot
finden wir natürlich auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Allah erschuf Adam 60 Ellen lang und sagte dann: Gehe und grüße die Engel dort und höre, wie sie dich begrüßen. Es ist dein Gruß und der Gruß deiner Kinder. So sagte er, also Adam: Der Friede sei mit euch. Assalamu alaikum. Sie erwiderten, also die Engel: Der Friede sei mit dir und die Gnade Allahs. Assalamu alaik wa rahmatullah. So fügten sie die Gnade Allahs wa rahmatullah hinzu. Also, wenn du Assalamu alaikum sagst oder du erwiderst wa alaikumus salam wa rahmatullah oder natürlich auch wa barakatuh, dann musst du empfinden, dass dieser Gruß einen Ursprung hat, wo? Im Himmel, also bei den Engeln. Du sagst das, was die Engel gesagt haben. Heutzutage, wenn irgend so ein Politiker oder Journalist oder Allahu a'lam wer, ja, redet und sagt, ja, ich zitiere jetzt mal den Ex-Politiker, den Ex-Journalisten, Sportler, Allahu a'lam, oh, ja, guck mal, der redet hier, ja, der nimmt ein Zitat. Das ist etwas Besonderes. Ja, und du sagst genau das, was die Wesen sagen, die ohne Sünde sind. Die Engel. Es ist eine Ehre, dass wir eben das Gleiche sagen. Und deswegen ist das schon mal ein Ansporn, dass wir Assalam aufsagen. Leider unter den Muslimen gibt es einige, die bevorzugen andere Grüße. Hey, hello, wie geht's, wie steht's? Das kannst du alles danach noch sagen. Ja, kannst du alles gerne sagen. Ja. Aber wie wär's mit Assalamu alaikum? Zuerst einmal, wa alaikumus salam. Das heißt, es ist eine Sache der Identität auch, wie du dich grüßt. In einigen arabischen Ländern grüßt man sich lieber mit Salü. Ja? Warum? Weil du bist dann gebildet. Aber Salam alaikum, diese Bauern sagen so, Salam alaikum. So denken die Leute. Ja? Das heißt, es ist tatsächlich, Salam ist keine kleine Sache. Es hat wirklich was mit Identität auch zu tun. Assalamu alaikum. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der uns zeigt, wie wertvoll Assalam ist: Ihr werdet das Paradies erst dann betreten, wenn ihr glaubt. Und ihr werdet erst dann glauben, wenn ihr euch liebt. Und soll ich euch auf etwas hinweisen, durch dessen Umsetzung ihr euch lieben werdet, verbreitet unter euch den Friedensgruß. Guck mal, was für eine schöne goldene Kette. Du willst ins Paradies, also musst du glauben. Wie kann ich glauben? Indem wir uns lieben. Subhanallah. Was hat denn das mit dem Glauben zu tun? Wenn wir uns gegenseitig lieben, werden wir miteinander zu tun haben. Wenn wir miteinander zu tun haben, werden wir uns gegeneinander anspornen, Gutes zu tun, ermahnen, erinnern, beratschlagen. Und das führt ins Paradies. Aber dafür brauchen wir was? Liebe. Bei Hass funktioniert das nicht. Wenn ich nichts mit dir zu tun haben will, wenn ich dich hasse, möge Allah uns bewahren, dann will ich nichts mit dir zu tun haben. Und wenn ich mit dir nichts zu tun haben will, dann werde ich nicht ermahnt von dir. Ich brauche dich. Du musst mir Ratschläge geben. Du bist mein Spiegelbild. Und deswegen müssen wir uns lieben. Wie lieben wir uns? Sag Assalamu alaikum. Das ist der erste Schritt. Deswegen, wir dürfen nie denken, liebe Geschwister, diese islamischen Gebote, das sind so Kleinigkeiten. Hier geht es um grundlegende Sachen, die eine riesen Auswirkung haben. Es fängt mit diesem kleinen Schritt an, aber am Ende hat das eine riesen Auswirkung. Das heißt, wenn wir den Friedensgruß verbreiten, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt hier nicht, sagt den Friedensgruß. Er sagte nicht, begrüßt euch, verbreitet den Friedensgruß. Das soll eine Sache sein, die verbreitet ist in der Gesellschaft, damit Liebe
und Zusammenkunft herrscht, möge Allah unsere Herzen vereinen. Was heißt Assalamu alaikum oder Assalamu alaika? Der Unterschied zwischen alaika und alaikum, also Friede sei mit dir, Assalamu alaika, oder Friede sei mit euch, Assalamu alaikum. Frauen sagen zu Frauen, oder auch Männer sagen, wenn du mehrere Frauen begrüßt, Assalamu alaikunna. Ja, aber es wäre jetzt nicht verteilt, wenn du sagst, Assalamu alaikum, das war's. Auf jeden Fall, das ist nur eine grammatikalische Angelegenheit. Friede sei mit euch, was heißt das? Du bist in Sicherheit, ich mache dir nichts. Ich will dir nicht schaden. Ich will mit dir in Frieden leben. Das ist die Essenz, der Beginn einer intakten Gesellschaft, dass wir in Frieden leben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Rechte eines Muslims gegenüber einem anderen Muslim sind 6. Welche denn? Ja? Friedensgruß? Auf die Hochzeit geht, wenn er eingeladen hat? Janaza, Totengebet verrichten für ihn? Was macht? Beim Niesen, dass man ihm sagt, Yarhamukallah, wenn er Alhamdulillah gesagt hat? Krankenbesuch? 6. Dass man ihm einen Ratschlag gibt, wenn er danach fragt. In einem anderen Hadith werden nur 5 Sachen genannt. Also die 5, die ihr erwähnt habt. Und in diesem Hadith ist noch das 6., dass wenn er um Rat bittet, dass du ihm einen Rat gibst. Natürlich jetzt, wenn du es weißt, nicht so besserwisserisch. Ja, du kennst dich aus und gibst ihm einen Ratschlag. Nicht, dass du sagst, nee, ist mir doch egal. Das ist ein Recht. Ich habe dich gefragt und du kennst dich aus. Das ist mein Recht, dass du mir hilfst. Mit einem Ratschlag. Du musst mir jetzt nicht das Auto kaufen, aber ich weiß, du kennst dich mit Autos aus, dann hilf mir. Also, das sind 6 Rechte eines Muslims. Dazu gehört, dass man ihn grüßt. إِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ. Guck mal, hier geht es nicht darum, dass du den Gruß erwiderst. Nee, wenn du ihn siehst, grüß ihn. Das heißt, wenn jemand seinen muslimischen Bruder sieht, beziehungsweise wenn die Schwester ihre muslimische Schwester sieht, dass sie begrüßen. Wir werden noch sehen, was ist, wenn ein Bruder seine Schwester, also nicht leiblich, sondern ist religiöse, was man da macht, werden wir noch sehen. Auf jeden Fall, dass wir eben uns begrüßen, ist ein Recht. Da müssen wir aber jetzt fragen, wer beginnt. Das werden wir auch sehen. Es ist ein Recht, beziehungsweise es ist eine Pflicht. Und dann müssen wir gucken, wie wird das geordnet. Allgemein, was ist der Urteil, das Urteil des Friedensgruß, Salam? Es ist eine Sunna. Es ist eine Sunna, kann aber zur Pflicht werden. Das heißt, wenn man sich trifft, dann ist es Sunna, es ist geboten. Es wäre jetzt keine Sünde, wenn wir uns nicht begrüßt hätten. Wenn wir gleich gesagt haben, nimmst du mich mit? Jetzt haben wir nicht direkt Salamu alaikum, wa alaikum salam gesagt. Okay, dann haben wir keine Sünde begangen. Das kann ja sein, du triffst jemanden und du bist beschäftigt. Kannst du mir mal ein Ladegerät, wo ist Salamu alaikum? Entschuldige, hab's vergessen. Das ist jetzt nicht fatal. Das heißt, es ist nicht schlimm, es ist keine Sünde, wenn wir uns nicht begrüßen würden. Es ist eine Sünde, wenn wir uns nicht begrüßen wollen. Das ist wieder was anderes. Das ist eine Sünde. Ja, ich muss was mit dir zu tun haben, wir arbeiten zusammen, oder Allahu alam, im selben Wohnhaus. Da, die Schlüssel. Ich will gar nicht mit dir reden. Das ist nicht erlaubt. Ja, also, das heißt, wenn es aufgrund einer Krankheit im Herzen ist, eine Abneigung, dann ist es natürlich nicht erlaubt, den Friedensgruß zu unterlassen. Sondern du sollst, damit du dich behandelst, weil das ist so, heutzutage nennt man das was? Eisbrecher. Kennen Sie die Eisbrecherfrage? Ja, man kennt sich noch nichts und sagt, wie ist das Wetter bei euch daheim? Ja, egal was für eine Frage, Hauptsache wir kommen ins Gespräch. As-Salam ist so ein Eisbrecher, wenn die Herzen verhärtet sind.
sodass wir wieder ins Gespräch kommen. Aber es ist eine Pflicht, den Friedensgruß zu erwidern. Das heißt, wenn du begrüßt wirst, kannst du nicht sagen, ja, ist ja nur so, ich erwidere nicht. Doch, jetzt ist es Pflicht. Denn du wurdest begrüßt, also musst du erwidern. Warum? Eben wegen der Ayah, die ich vorhin zitiert habe. Und wenn euch ein Gruß entboten wird, wenn jemand euch begrüßt, dann grüßt mit einem schöneren zurück oder erwidert ihn. Also, entweder du grüßt besser zurück oder du grüßt genau mit demselben Wortlaut, mit dem er dich begrüßt hat. Und hier gibt es einen Konsens der Gelehrten, also ein Ijmer. Ijmer, liebe Geschwister, ist was? Das bedeutet, die Gelehrten einer Generation sind sich einig. Es gibt keinen in der Generation, der was anderes gesagt hat. Das heißt zum Beispiel, alle Sahabe waren der Ansicht oder alle Tabi'in waren der Ansicht oder alle Gelehrten heutzutage sind sich der Ansicht. Dabei natürlich gilt, dass ein Konsens, der mal stattgefunden hat, nicht widersprochen werden darf. Also kann nicht sein, dass die Sahaba ein Ijma' haben, Konsens, dann kommen die Tabi'in und sagen, nee, doch nicht. Es geht nicht. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, meine Ummah einigt sich nicht auf etwas Falsches. Aber wenn du sagst, nee, der Ijma' von den Sahaba oder der Ijma' von Tabi'in, also früheren Generationen, den nehme ich jetzt nicht an, was heißt das? Das bedeutet, der Rasul sallallahu alaihi wasallam hat hier was Falsches gesagt. Anscheinend haben die Leute sich doch geeinigt auf etwas Falsches, weil du bist ja der Besserwisser. Du sagst ja, nee, ich halte mich nicht an diesen Konsens. Und das ist natürlich fatal. Ja, und deswegen gingen einige Gelehrte sogar so weit, dass sie sagen, wer einem Konsens widerspricht, fliegt aus dem Islam raus. Warum? Weil er damit den Propheten bezichtigt, sallallahu alaihi wasallam, falsch zu liegen. Genau. Also zu lügen. Das hat ja mit dem Islam nichts mehr zu tun. Aber hier ist Vorsicht geboten. Hier ist Vorsicht geboten. Nicht immer, wenn gesagt wird, es gibt einen Konsens, gibt es ihn auch. Ja, das heißt, eine Wissenschaft für sich ist, den Konsens zu untersuchen, zu prüfen. Das ist mit viel Arbeit verbunden, weil du musst ja dann in der Generation sämtliche Gelehrten abklappern und gucken, was sie gesagt haben. Und wenn sie geschwiegen haben, warum sie geschwiegen haben, als Zustimmung oder nicht und so weiter und so fort. Also ein Riesenthema. Deswegen, barakallahu fikum, immer Vorsicht, mit Vorsicht genießen, wenn gesagt wird, es gebe einen Konsens. Natürlich gibt es Konsens in vielen Punkten, aber in einigen anderen Punkten ist der Konsens nicht ganz wasserdicht, sagen wir es mal so. Die machen wir Fragen nach, inshallah, am Ende. Deswegen schön aufschreiben, nicht, dass ihr das vergisst, barakallahu fikum. So, das Erwidern des Grußes ist eine Pflicht, haben wir gesagt. Muss es dann auch jeder machen? Wenn jetzt jemand kommt und sagt, Assalamu alaikum, müssen wir alle antworten? Ja? Es ist eine Kollektivpflicht. Was soll denn das heißen? Genau. Eine Kollektivpflicht im Unterschied zu einer individuellen Pflicht bedeutet, wenn einer diese Pflicht erfüllt hat, brauchen sie anderen nicht mehr zu erfüllen. Das heißt Kollektivpflicht. Fardu kifaya. Also wenn es einer macht, genügt es. Dann muss der Rest es nicht machen. Individuelle Pflicht, Fardu ein, bedeutet, jeder muss es machen. Wenn ich jetzt Asr bete, brauchst du dann Asr nicht mehr zu beten? Du musst trotzdem Asr beten. Wenn ich Ramadan faste, brauchst du Ramadan nicht zu fasten. Das heißt, jeder muss es tun, jeder Einzelne. Aber beim Erwidern des Grußes, wenn einer von uns den Gruß erwidert hat, braucht der Rest ihn nicht zu erwidern. Das nennt man Kollektivpflicht. Und es gibt einige Pflichten im Islam, die sind Kollektivpflichten. Und natürlich andere, die sind individuelle Pflichten. Das heißt, jeder muss es tun. Beleg dafür ist der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es genügt der Gemeinschaft beim Vorbeigehen, dass einer grüßt und es genügt einer sitzenden Gruppe, dass einer den Gruß erwidert. Also da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es klar und deutlich gesagt, es reicht, wenn einer das tut.
Das ist der Beleg. Kommen wir zu den Formen des Friedensgrußes. Was kann man denn da sagen? Wie grüßt man sich? Ja? Assalamu alaikum. Sonst noch was? Ja? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sonst noch was? Das sind die gängigen drei Versionen. Dann gibt es noch eine, die Sheikh Al-Albani rahimahullah noch für authentisch erklärt hat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh. Ja, dass man das hinzufügt. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam, das berichtet Abu Huraira, dass ein Mann vorbeiging, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mit Leuten zusammensaß. Der Mann sagte, der Friede sei mit euch. Assalamu alaikum. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 10 Belohnungen. Also 10 Hasanat. Dann ging ein anderer Mann vorbei, der sagte, der Friede sei mit euch und die Gnade Allahs. Hierzu sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 20 Belohnungen. Als ein dritter Mann vorbeiging, sagte er, der Friede sei mit euch, die Gnade Allahs und sein Segen. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam 30 Belohnungen. Warum 30 Belohnungen? Ja? Weil er was hinzugefügt hat. Ja? Genau, man hat etwas hinzugefügt. Aber warum gerade die Zahl? Ja? Einmal, weil man die Person begrüßt hat, mit dem Segen von Allah. Und was hat es vergessen? Also warum gerade diese Zahl? Also 10, 20, 30. Ja? Es sind mehrere Bedeutungen. Mehrere Bedeutungen? Gut, also deswegen wird es mehr. Aber warum sind es nicht 5, 10, 15? Hasanat. Genau, jede gute Tat wird 10-fach belohnt. Du hast einen Satz gesagt, eine Hasana, mal 10. Jetzt hast du noch einen Satz gesagt, das sind 2 Hasana, mal 10. Jetzt hast du noch einen Satz gesagt, 3 Hasana, mal 10. Deswegen 10, 20, 30. Der Gruß Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh wurde in einigen Überlieferungen erwähnt. Wie gesagt, da sind sich aber die Gelehrten nicht einig, ob es authentisch ist oder nicht. Die Erwiderung des Friedensgrußes soll dem Gruß gleichen oder besser sein, wie wir gerade in der Ayah gesehen haben. Das heißt, wenn jemand sagt, Assalamu alaikum, was muss ich Minimum sagen? Ja? Genau. Wa alaikum assalam. Und wenn er sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullah, dann muss ich mindestens was sagen. Ja? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ich kann nicht, jemand sagt dir Assalamu alaikum wa rahmatullah, du sagst wa alaikum assalam. Das geht nicht. Also entweder das Gleiche oder mehr. Mehr wäre dann wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu zum Beispiel. Sollte man mit dem vollständigen Friedensgruß begrüßt werden, dann erwidert man diesen vollständig. Also wenn jemand sagt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dann wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Und das gilt natürlich auch bei WhatsApp und Co. Also wenn dir jemand schreibt, Assalamu alaikum, sagst du wa alaikum assalam. Und hier, liebe Geschwister, barakallahu fikum. Also wie oft sehe ich SLM, WR, WB, nee, was? W was? Sind wir in einem Java-Kurs? Sollen wir jetzt programmieren oder was wird das, wenn es fertig ist? Was soll das? Ist keine Zeit? Die Nachricht ist dann 5 Kilometer lang, aber irgendwas. Was soll denn das? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Du hast keine Zeit, Assalamu alaikum. Wer hat denn dir gesagt, du musst Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh schreiben?
Sagt er, Assalamu alaikum. Und nicht nur Salam hat Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt. Salam, Salam, was ist Salam? Assalamu alaikum heißt das Ding. Das heißt, begrüße jemanden Minimum mit diesem Gruß. Assalamu alaikum. Und dieses WB, WR, W, was weiß ich was, das kannst du dir sparen. Weil wie soll ich denn antworten? Auch dann WR, W, oder soll ich dann irgendwie Kommando X? Ich verstehe nicht, warum man das macht. Diese Abkürzungen, willst du nicht diese 10 Hasanat? Willst du nur 2 Hasanat? Ja, also schreib es aus. Und wenn dir jemand diesen Friedensgruß komplett geschickt hat, schickst du natürlich komplett den Friedensgruß zurück. Also auch nicht bitte in dieser Kodierung. Also wenn jemand schreibt, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, kannst du nicht SLMWBWRW, was weiß ich, ja, sondern dann bitteschön genauso zurückschreiben, wie er es geschrieben hat. Zur Sunna gehört, dass man den Friedensgruß laut aufsagt und auch laut erwidert. Also wenn jemand sagt Salamu alaikum, dann so laut, dass er es auch hört, wa alaikum assalam, nicht leise. An-Nawawi rahimahullah sagt, das Mindeste beim Gruß, um die Pflicht zu erfüllen, ist, dabei die Stimme zu erheben, sodass der Begrüßte es hört. Sollte er es nicht hören, dann muss er es nicht erwidern. Also wenn du laut genug gesprochen hast, aber er hat es nicht gehört, dann hat das halt nicht gehört. Und das Mindeste beim Erwidern eines Grußes ist es, die Stimme ebenso zu erheben, sodass der Grüßende es hört. Sollte er es nicht hören, so hat der Erwiderer seine Pflicht nicht erfüllt. Also wenn du jemanden grüßt, dann machst du es so laut du kannst. Also nicht, dass du schreist, meine ich. Also so laut es nötig ist. Dann musst du, assalam, also nicht anfangen zu schreien. Und wenn er dich nicht gehört hat, dann hat er dich halt nicht gehört. Und hier, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir immer gut denken über die anderen. Das fehlt bei uns leider. Guck mal, ich habe Salam gesagt und der hat nicht geantwortet. Ja, Sekunde mal, vielleicht hat er es nicht gehört. Warum denken wir sofort schlecht über die Menschen? Er ist schlecht, ja und, aber trotzdem kann er es gehört haben. Also das ist etwas, wo wir uns antrainieren müssen, dass wir auch den Menschen entschuldigen. Dass wir Entschuldigungsgründe suchen für den Menschen. Wie die Ulema gesagt haben, suche so viele Entschuldigungsgründe, wie du überhaupt suchen kannst. Und wenn du keinen findest, dann sage dir, es gibt bestimmt einen, den ich nicht kenne. Einen Entschuldigungsgrund. Du sollst immer gut denken über die Menschen. Es gibt andere, die wollen schlecht denken. Die gehen immer vom Schlechten aus. Ja, der meint das und das. Der hat dies und jenes. Der kann das und das. Hast du Belege? Nein. Also sei ruhig. Besonders beim Verurteilen von Menschen, egal welcher Mensch das ist, ob dieser Mensch eine Machtposition innehat oder nicht, wenn du urteilst, hast du Belege? Nein. Ich denke, es kann sein, vielleicht, damit verurteilen wir doch Menschen nicht. Es gilt immer die Unschuldsvermutung. Und daran müssen wir uns auch halten. Mit dem Friedensgruß soll man jeden Muslim grüßen, gleich ob man ihn kennt oder nicht. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, als er gefragt wurde, was ist im Islam am besten, er antwortete, Essen anzubieten und den Friedensgruß jedem zu erteilen, gleich ob du ihn kennst oder nicht. Ayyul Islami khair. Vielleicht ist die Übersetzung besser. Welcher Islam ist besser oder am besten? Welcher Islam? Also wie kann ich ein guter Muslim sein? Was hat er ihm gesagt? 2 Sachen. Sag Salam und gib ihm was aus zum Essen. Guckt mal, wie einfach Allah es uns macht, um ins Paradies zu gelangen.
Warum diese zwei Sachen? Weil sie sind die Brücke, dass wir uns näher kommen, dass die Herzen näher kommen. Wenn du jemanden einlädst zum Essen, wenn du das Essen ausgibst, dann ist das eine gute Tat, wodurch du ins Paradies kommst. Und es macht ja einem noch Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass es ja etwas Schreckliches ist, außer jemand ist geizig. Das ist für, der wird lieber sterben, als dass er das macht. Ja? Aber wir reden hier, alaikum salam, wir reden hier von jemandem, der nicht geizig ist. Dann macht es doch Spaß. Es gibt Leute, die sagen, ich kann nicht alleine essen. Da muss jemand dabei sein. Ja? Das sind inshallah Aspekte, wodurch du ins Paradies kommst. Der ausschlaggebende Punkt hier in diesem Hadith ist, und dass du jeden grüßt, egal ob du ihn kennst oder nicht. Und das ist eine Erziehung, dass wir alle Menschen gleich behandeln. Ob er reich ist, ob er arm ist, ob du ihn kennst oder ihn nicht kennst, ob du was von ihm hast oder nicht. Leider in einer zu materiellen Gesellschaft sind Beziehungen nur auf gegenseitigem Nutzen aufgebaut. Habe ich was von dir? Dann esse ich gerne mit dir. Habe ich nichts von dir? Warum soll ich meine Zeit vertreiben mit dir? Ja. Das ist keine gesunde Gesellschaft. Wenn es nur darum geht, habe ich was von dir. Und deswegen, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ich glaube, dieser Hadith kommt auch noch, oder auch nicht. Er sagte, ein Mann ging einen anderen besuchen, weit weg. Da schickte Allah ihm einen Engel auf dem Weg. Da fragte ihn, warum gehst du ihn besuchen? Hast du etwas, was du ihm als Gegenleistung erbringen möchtest? Also hat er dir etwas getan, etwas Gutes, und du möchtest ihm jetzt eine Gegenleistung machen? Dann sagte er, nein, nur dass ich ihn für Allah liebe. Und dann sagt dieser Engel, also liebt dich Allah. Oder also dann vergibt dir Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Er hat ihn besucht, warum? Einfach so, er ist mein Muslim. Ich besuche ihn, warum? Weil er an Allah glaubt, subhanahu wa ta'ala. Und das macht den Islam aus, dass wir diese Schranken, die wir aufgestellt haben, ob es Nationalität ist oder ob es Materielles ist, diese Schranken, ich habe nur mit meinen Leuten was zu tun. So war der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht. Beim Propheten sallallahu alaihi wasallam saß der reiche Uthman radiallahu an und der arme Bilal radiallahu an und der angesehene Umar radiallahu an, der Salman der Perser radiallahu an und so weiter. Also es war kunterbunt beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und alle fühlten sich wohl. Niemand fühlte sich ausgegrenzt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und das ist etwas, da müssen wir hin, dass wir alle uns nur anschauen, wer bist du? Ich bin der Muslim. Nicht, ich bin der Araber, der Türke, der Perser, der Deutsche, der Amerikaner. Und jetzt? Das heißt, du wurdest woanders geboren. Herzlichen Glückwunsch. Und was macht das an deiner Persönlichkeit aus? Nichts. Inna akramakum indallahi atqakum. Der edelste unter euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste. Also ist das auch wieder so ein Eisbrecher, As-Salam, dass die Herzen vereint werden. Du siehst ihn, du willst die Hasanat, As-Salamu alaikum, oder auch eben mehr, Rahmatullahi wa barakatuh. Du kennst ihn nicht, du hast ihn nie gesehen, du weißt nichts über ihn, du hast ihn in der Moschee getroffen oder du hast gesehen, er betet oder Allahu a'lam, As-Salamu alaikum. Das ist das, was uns verbindet. Das ist diese Sache, wie bei den Verletzungen, wenn du so eine Schnittverletzung hast und es blutet, da reicht es ja nicht nur, dass du Blutkörperchen hast. Kannst du Blutkörperchen haben, rote Blutkörperchen haben wie Sand am Meer, wenn die aber nicht zusammenhalten. Ja, das heißt, ich bin natürlich kein Arzt, ja, das heißt, du brauchst noch die anderen Aspekte, die dafür sorgen, dass das Blut auch zusammenhält. As-Salam ist so eine Sache. As-Salam ist eine Sache, dass wir uns begrüßen, bedeutet, wir ziehen uns zusammen. Wir ziehen die Herzen zusammen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu den Vorzeichen der Stunde gehört,
dass der Gruß nur bei Bekannten stattfindet. Willkommen bei den Vorzeichen der Stunde. Ich kenne die, Assalamu alaikum, wie geht's, alles klar? Ich kenne die nicht. Kopf, Gesicht weg und weiter geht's. Das ist ein Zeichen der Stunde. Ist doch auch dein Bruder, oder nicht? Oder bei den Schwestern, ist doch auch deine Schwester. Vielleicht sagt der ein oder andere, ja, aber ich habe so viele schlechte Erfahrungen und erstmal Abstand und Sicherheit und so weiter und so fort. Keiner hat verlangt, dass du vom Hochhaus jetzt runterfällst. Aber einfach nur Salam alaikum. Mehr ist es doch gar nicht. Und dann lernt man sich kennen, dann kann man immer noch erkennen, ob es gut ist oder nicht. Aber dieses Misstrauen, dass das die Grundlage geworden ist bei uns. Grundsätzlich erstmal Abstand. Das ist kein Islam. Das ist kein Islam. Grundsätzlich erstmal Assalamu alaikum, her mit dir. Du verletzt mich, okay, dann können wir... Aber du willst so leben? Nee, 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 ich will mit Leuten nichts zu tun haben. Bitte nicht verletzen, bitte nicht verletzen. Und dann lebst du alleine auf dieser Welt. Das überlebt dein Herz nicht. Alleine wird dein Herz diese Tücken des Teufels nicht überleben. Und natürlich hat jeder seine Macken. Aber deswegen müssen wir ja uns auch gegenseitig verzeihen. Manchmal raste ich aus, manchmal rastest du aus. Manchmal habe ich meine Sekunden, manchmal hast du deine Sekunden. Damit müssen wir leben. Nur weil wir uns gestritten haben, das war aus, vorbei, tot ist er für mich. Das war's. Wer ist das normal? Der ist doch schon längst tot, dieser Person. Als ob er nicht mehr leben würde. Das hat mit dem Islam nichts zu tun. Und deswegen dieses Recht, Assalam, geht nicht. Und wenn ihr Streit habt, du siehst ihn, Assalamu alaikum. Du musst ihn grüßen oder den Gruß erwidern, wie ich vorhin gesagt habe. Warum? Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte ja, wer Streit hat mit seinem Bruder länger als 3 Tage und wenn er dann stirbt, kommt er in die Hölle. Möge Allah uns bewahren. Und in einem anderen Hadith, wenn sie sich sehen, dann dreht der eine den Kopf und der andere dreht den Kopf. Das ist nicht erlaubt. Und im anderen Hadith, dann wird Allah ihre Taten, montags und donnerstags gehen ja die Taten immer empor zu Allah, dann wird Allah ihre Taten nicht emporheben lassen, bis sie sich wieder versöhnen. Wie versöhnt man sich? Assalamu alaikum. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, damit deine Taten wieder emporsteigen. Deswegen, Assalam ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Es ist keine Kleinigkeit. Wir denken, es ist eine Kleinigkeit, weil sie so einfach ist, umzusetzen. Assalamu alaikum, kostet kein Geld. Aber die Wirkung dieses Salam ist immens. Und in einem anderen Wortlaut dieses Hadiths, zu den Vorzeichen der Stunde gehört, wenn eine Person eine andere nur deswegen grüßt, weil man ihn kennt. Das ist also etwas, was ein Muslim nicht machen darf. Kommen wir zur Hierarchie des Grußes. Das bedeutet, wer muss zuerst grüßen? Gibt es da Regeln? Kennt ihr da Regeln? Ja? Also der neu ankommt, der beginnt. Ja? Wer auf dem Fahrrad ist, der begrüßt wen? Der begrüßt die Person, die steht. Die steht. Okay, ja. Bitte? Der Jüngere grüßt den Älteren, ja? Die Laufenden grüßen die Sitzenden. Okay. Ja, bitte? Die kleine Gruppe grüßt die größere Gruppe. Sehr schön. Das heißt, ihr seht, der Islam hat hier Regeln aufgestellt. Und das ist eben noch einmal das Besondere am Islam. Er erzieht uns im Detail. Und dann gilt es auch, das umzusetzen. Der Ankommende grüßt die Person vor Ort. Also jemand ist schon da und ein anderer kommt hinzu. Wer muss den anderen oder wer hat Recht, begrüßt zu werden, der schon da ist? Also der andere beginnt, der dazu gestoßen ist. An-Nawawi rahimahullah sagt,
Sollte eine Person eine Gruppe von Sitzenden oder einen Sitzenden begegnen, also eine Person oder mehrere, ist ja egal, so soll der Ankommende, der dazu stößt, oder stoßt, egal, da soll der Ankommende in jedem Fall mit dem Gruß beginnen. Gleich, ob er jung oder alt ist. Oder ob es wenige oder mehrere sind. Ist das klar? Auch wenn du älter bist und du siehst eine Gruppe von Kindern, Assalamu alaikum. Nicht, hallo, ja, ich bin der Ältere, grüß mich gefälligst. Sondern du grüßt, warum? Du bist angekommen, die sind schon da. Also grüßt du sie. Dies geht aus den Ahadith hervor, wie zum Beispiel, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der ein Gefährt nutzt, ein Tier oder von mir aus ein Auto, ein Fahrrad, soll den Gehenden grüßen. Der Gehende den Sitzenden und eine kleine Gruppe die große Gruppe. Also hier haben wir mehrere Formen. Und bei Imam Bukhari lautet die Überlieferung, der Jüngere soll den Älteren grüßen, der Vorbeigehende den Sitzenden und eine kleine Gruppe die große Gruppe. Ibn Hajar, rahimahullah, erwähnte die Weisheit hinter dieser Rangordnung. Zum einen der Respekt gegenüber Ältere, das ist ja klar. Auf der anderen Seite sollten Personen, die ein Gefährt nutzen, andere, die sitzen, grüßen, sodass sie keinen Hochmut verspüren. Subhanallah. Guck mal, As-Salam, einfach nur Salam, ist ein Medikament. Du sitzt da in deinem fetten Benz, ja, oder sucht euch aus, was für ein Auto, und da läuft jemand. Du grüßt ihn zuerst. Warum? Komm wieder auf den Boden. Nicht, was du denkst, du wärst es hier und du gibst an und die Leute, die sind wie Ameisen hier rechts und links auf dem Bordstein. Ja, weil Shaitan gaukelt dir vor, oh, guck mal, wie wichtig ich bin, ich habe mein Auto oder von mir aus, ich habe ein Fahrrad, Allahu A'lam. Der andere muss zu Fuß laufen, ich bin stärker, nein, stärker. Bei Allah gilt, du musst jetzt erstmal ihn begrüßen. Und das ist eben immer die Medizin, wenn du deine Seele überwinden möchtest. Mache das, was ihr nicht gefällt. Solange es halal ist natürlich. Ja. Mache das, was ihr nicht gefällt. Eben das Gegenteil dessen. Deine Seele denkt, guck mal, ich bin Mr. Wichtig. Die sollen bitte schön sagen, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Nein, nein. Sondern du grüßt diese Menschen. Er sagt, der Ankommende grüßt jene, die sich vor Ort befinden, da es jener Situation ähnelt, wenn man eine Person besucht. Wenn du jemanden besuchst, dann grüßt du ihn. Ja, und so ist es, wenn du Leute findest, die bereits da sind, als ob du sie besucht hast. Schließlich grüßt die kleinere Gruppe eine größere Gruppe, da ihre Anzahl größer ist und so Recht auf diesen Gruß besitzt. Diese Rangordnung ist natürlich jetzt nicht bindend, wenn der andere, der ein Recht darauf hat, zuerst begrüßt zu werden, wenn er zuerst grüßt. Bitteschön, du bist jünger und der andere ist älter. Eigentlich musst du jetzt anfangen. Aber er sieht dich, Assalamu alaikum. Hast du jetzt gesündigt? Nein. Das heißt, er darf natürlich beginnen. Das heißt, wenn du die Pflicht hast, zuerst zu beginnen, aber der andere beginnt, dann ist es keine Sünde. Dann hast du hier nichts Schlimmes getan. Sollte jener, der den Gruß beginnen sollte, es unterlassen und der andere daraufhin zuerst grüßen, dann hat ersterer dem Bevorzugten widersprochen und letzterer die Zunna vollzogen. Was heißt das? Ja, du, wer zuerst kommt, mal zuerst, heißt das. Das bedeutet, er hat zuerst das gemacht und du hast eben diesen Lohn nicht bekommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte Kinder zu grüßen. So berichtete Anas ibn Malik radiallahu an, dass er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ging und Kinder vorbeikamen, so begrüßte er sie.
So demütig war unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war sehr liebevoll, sehr sanftmütig, alaihi salatu wasallam. Und das fehlt leider bei vielen Muslimen. Diese Liebe, dieser liebe Umgang, dass ein Mensch lieb ist, nett ist zu allen, ob alt oder jung, das fehlt leider bei uns, möge Allah uns erziehen. Begegnen sich zwei Personen gleicher Rangordnung, dann sollte der Jüngere den Älteren begrüßen. Also zwei sind auf dem Fahrrad, zwei gehen zu Fuß. Dann gilt natürlich, Älterer wird begrüßt. Sollten sie gleich alt sein, dann bekommt der Beginner den größten Lohn. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, begegnen sich zwei Personen, die gehen, dann ist der Bessere unter ihnen jener, der den Gruß beginnt. Der Bessere bei wem denn? Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und das motiviert doch. Willst du nicht der Bessere sein bei Allah? Willst du nicht die höhere Stellung haben bei Allah? Also beginne du. Assalamu alaikum. Wenn Personen zusammengehen und sie durch etwas getrennt werden, wie zum Beispiel einen Baum oder einer Mauer, dann ist es wünschenswert, sich nochmals zu begrüßen, wenn sie wieder zusammenkommen. Das ist eine Sunna, die nicht so oft umgesetzt wird. Du gehst mit jemandem und jetzt kommt so eine Laterne und dann trefft ihr euch wieder, dann sagt man wieder Assalamu alaikum. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt 50 Mal innerhalb von einem Meter das sagen sollst, ja? Aber dass man diese Sunna ab und zu mal eben belebt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch seinen Bruder trifft, soll er ihn grüßen. Sollte ein Baum, eine Mauer oder ein Stein sie trennen, dann soll er ihn wieder grüßen, sobald er ihn trifft. Warum denn das? Die Liebe. Das ist so wie, hab dich lieb, nochmal, ich hab dich lieb. Assalamu alaikum. Denn diese Liebe für Allah subhanahu wa ta'ala müssen wir immer wieder erfrischen. Deswegen gehört zu einer Sunne des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass du auch deinem Bruder sagst, ich liebe dich für Allah. Und die Schwestern sagen das natürlich unter den Schwestern. Ich liebe dich für Allah. Dass man das kundtut. Warum denn das alles? Damit wir zusammenbleiben. Besonders, wenn ich was Falsches gesagt habe, was Falsches gemacht habe, entschuldige, ich liebe dich für Allah, es tut mir leid. Dass man das wieder gut macht. Wir brauchen uns, wie wir gesagt haben. Wir müssen zusammenhalten. Alleine wird der Shaitan mit uns ein leichtes Spiel haben. Sind einige Personen wach und andere am Schlafen, dann ist der Friedensgruß leise auszusprechen. Also dieser Islam, liebe Geschwister, der ist so fantastisch. Yani wenn du diese Regeln dir anschaust, sagst du, Subhana Rabbi al-Azim. Ein Mann mitten in der Wüste in Mekka stellt solche Regeln auf. Heutzutage reden wir immer über Etiketten, ne? Oder nicht? So in den Betrieben und, oder auch in den Social Media. Bitte benimm dich so, benimm dich so, benimm dich. Alle Regeln, die gut sind natürlich, schon 1400 Jahre alt. Schon beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hört euch mal diesen Hadith an. Al-Miqdad ibn al-Aswad radiallahu anh berichtet, wir haben gemolken, Milch, gemolken, sodass jeder von uns etwas trank. Und wir gaben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas zu trinken. So kam er nachts und grüßte uns auf eine Art, sodass er keinen Schlafenden weckt, doch die Wachen hören lässt. Subhanallah. Das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nicht die Tür auf, so, assalamu alaikum, hier bin ich.
das sind Leute, die schlafen. Es gibt ja solche Leute, besonders wenn man so zum Beispiel zusammen irgendwo übernachtet. I'tikaf zum Beispiel. Ja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Habibi, da die schlafen. Ja, ich will Koran lesen. Der andere macht Fenster auf. Habibi, es zieht. Der andere macht das Licht an. Ich kann noch nicht schlafen. Was sollen wir dann machen? Yani, Rasul sallallahu alaihi wasallam war nicht egoistisch. Achte auf den anderen, auch daheim. Ja, du, dein Zimmer mit deinen Brüdern oder eben die Töchter zusammen, das Zimmer. Zack, wird die Tür aufgemacht, ohne zu klopfen. Das Licht wird angemacht, obwohl die Leute schlafen. Handy wird benutzt. Ich muss noch eine Nachricht schreiben, mach doch den Ton aus und schreib einen Roman, wenn du willst. Diese Missachtung des anderen, Hauptsache mir geht's gut. Was hat denn das mit dem Islam zu tun, bitteschön? Das lernen wir schon von Assalamu alaikum. Da, Assalamu alaikum, 2 Sekunden oder sogar weniger, da hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das so leise gemacht. Zum einen, die wach waren, haben es gehört. Assalamu alaikum. Aber die schlafen, die werden nicht gestört. Das ist unser geliebter Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Das ist etwas, was wir uns aneignen müssen. Und das zeigt also diesen noblen Charakter des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist die Sunna. Und jetzt verstehen wir auch, warum der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, ich wurde entsandt, um den Charakter zu vervollständigen. Machen wir noch 2 Aspekte und dann beenden wir, inshallah. Sind einige Personen wach und andere am Schlafen, dann ist der Friedensgruß leise auszusprechen, das hatte ich gerade erwähnt. Das Begrüßen sollte noch vor einem Gespräch stattfinden. An-Nawawi rahimahullah sagt, es gehört zu Sunna, dass man vor einem Gespräch mit dem Gruß beginnt. Die authentischen Hadithe, die Handlungen der vorangegangenen Generation sowie der Nachkommen entspricht diesen. Und es gibt einen Hadith, aber der ist nicht authentisch, der heißt, der Friedensgruß kommt vor dem Gespräch. As-salam qabla al-kalam. Das ist auch so eine Redewendung bei vielen Arabern. Aber Tirmidhi rahimahullah sagt, dass dieser Hadith nicht authentisch ist, wie auch Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sagte. Das wäre es inshallah für heute, bi'idhnillahi ta'ala. Und inshallah machen wir an dieser Stelle weiter das nächste Mal. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.